Wir haben ja ein bisschen schon vorher miteinander geredet. Es geht uns um Corona und die Seele, um die psychosoziale Belastung unter Corona, aber auch um die Fähigkeit unserer Seele und unseres Geistes, Gesundheitskompetenz aufzubauen und Resilienz aufzubauen. Und wir treffen ja in dieser Zeit jetzt Künstler, Kulturstätten, Wissenschaftler, Mediziner. Gestern waren wir bei Anselm Grün, also Medienfachleute, also wirklich Politiker auch aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen, und wir diskutieren, wir hören, wir lernen über Corona. Das sind immer ganz unterschiedliche Facetten. Ja, wir haben jetzt Sie da, Sie sind Direktor der Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, habe ich das richtig gesagt? Nein, nicht ganz. Orthopädie. Wir haben zwar auch eine Unfallchirurgie bei uns in Bad Abbach, aber die ist nicht universitär. Ja, okay. Aber Sie sind Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie und so. Okay, also, wie auch immer. Jedenfalls, Sie kommen ja ganz von der Seite, wo wirklich jetzt auch im Corona-Geschehen intensive Erfahrungen damit da waren. Ich will einfach ganz offen nur so einsteigen mit der Frage, wie haben Sie jetzt diese letzten anderthalb Jahre unter Corona erlebt? Was ist Ihnen aufgefallen? Was war besonders in dieser Zeit? Was war schwierig? Was war gut? Vielleicht haben Sie Lust, uns ein bisschen was dazu zu sagen. Ja, also erstmal muss ich sagen, finde ich das ganz toll, dass Sie beide das hier machen, beziehungsweise mit der Unterstützung. Das ist ja schon einzigartig, dass man in diesem Rahmen darauf aufmerksam macht. Und ich glaube, ein jeder kennt ja zumindest jemanden, der Corona durchlebt hat, der schwierige Verläufe hatte. Und wenn ich so selbst daran zurückdenke, auch bei Patienten, wir haben nie Corona-Patienten bei uns als Patienten in Behandlung gehabt, aber man kennt natürlich dann auch solche Verläufe, die wirklich dramatisch sind, bis hin zum Versterben. Und insofern ist das eine Phase, die uns alle geprägt hat. Das bleibt ja gar nicht aus, mit den persönlichen Einschnitten sowieso, aber auch mit den Erlebnissen, die wir haben in dieser Zeit. Und insofern finde ich es toll, dass Sie das so aufbereiten. Wir in Bad Abbach sind ja frei gewesen von dieser Problematik, dass man Patienten hatte, die schwer krank waren, Corona erkrankt waren, die dann auch intensivpflichtig waren. Wir haben nur von anderen Krankenhäusern Nicht-Corona-Patienten übernommen, auch als Patienten, die intensivpflichtig waren und beatmet werden mussten, haben also unseren ganzen Betrieb heruntergefahren. Es gab dann nur noch Operationen, die notfallmäßig durchgeführt wurden, also das, was wir so halt unfallchirurgisch haben, oder auch ganz schwierige Verläufe von Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen. Aber insgesamt haben wir natürlich überall in Deutschland weniger Unfälle gehabt, weil betriebliche Unfälle sind weniger gewesen, Schulunfälle gab es ja noch gar nicht mehr. Und insofern war das schon wesentlich weniger und die Wahleingriffe waren auch reduziert. Wahleingriffe heißt Hüftoperation, Knieoperation. Ja. Also Wahleingriff heißt, man sucht sich eigentlich den Zeitpunkt der Operation aus. Das muss nicht nur im Bereich von Knochen, Gelenke, Wirbelsäule sein. Das kann ja genauso auch beim Ohrenarzt sein oder so. Dinge, die nicht dringend notwendig sind, also keine Notfälle sind, sondern die man planen kann. Ja, und bei den Operationen sieht man ja auch, dass es da deutliche Verschiebungen gibt. In der Weise, dass beispielsweise viel, viel weniger Wirbelsäulenoperationen durchgeführt wurden und auch jetzt kein Stau bei Wirbelsäulenoperationen besteht. Vielleicht auch eine heilvolle Zeit, dass man dann andere Behandlungsmethoden, konservative mehr pflegt. Ähnliches gibt es auch im Bereich von Kniegelenkerkrankungen. Also da muss man sagen, da hat es vielleicht dann auch sein Gutes. Aber auf der anderen Seite erleben wir auch ganz schwere Verläufe von Gelenkerkrankungen. Patienten, wie man sich gar nicht vorstellen kann bei uns, die man eigentlich nur so auf Bildern der dritten Welt hat, wo beide Hüften plötzlich steif sind. Jemand, der sich nicht mehr so im Schritt nach vorne bewegen kann, sondern mit Gehstützen abgestützt und dann durchschwingt, habe ich noch nie gesehen. Ja, in den 40 Jahren fast. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass die Leute sich nicht getraut haben. Und in der Zeit natürlich sowieso nicht operiert werden konnten, aber auch jetzt im Nachhinein vorsichtig sind. Das ist ja auch verständlich. Man möchte ja nicht
in einer Phase, wo man operiert ist, wo man geschwächt ist, dann vielleicht noch eine Infektionskrankheit kriegen, Corona bekommen und dann schwere Probleme haben. Aber wir erleben halt auch Patienten, die übermäßig lange warten. Also Beispiel aus der Sprechstunde, massive Arthrose des Kniegelenkes. Die Dame konnte sich kaum mehr bewegen, war beschränkt auf die eigenen vier Wände und sagte dann, eigentlich geht es noch, ich gehe jetzt die Treppe rückwärts runter, das funktioniert ja auch. Das sind natürlich keine Zustände. Dann wird alles schwieriger und dann wird auch eine Operation viel, viel schwieriger. Die Muskeln sind verkümmert, zum Teil verkürzt. Das Gelenk dann wieder mobil zu bekommen und jemanden fit zu bekommen nach einer solchen Operation ist viel schwerer. Also da kann ich nur appellieren, dass man auch mit Augenmaß überlegt, was ist denn jetzt noch normal, was toleriere ich noch und wann sollte ich vielleicht für mich persönlich auch die Grenze ziehen, dass ich sage, so geht es nicht mehr weiter, jetzt muss was getan werden. Wir dürfen auch nicht in einen Zustand verfallen, wo wir sagen, jetzt hat Corona unser ganzes Leben verändert und wir akzeptieren alles Mögliche und lassen uns nicht mehr auf einem modernen medizinischen Stand behandeln. Das wäre auch der falsche Weg. Und diese Angst gibt es eben auch bei sehr vielen Menschen, dass man sich nicht traut, in die Behandlung zu gehen oder sich gar operieren zu lassen. Das wäre ein Nachteil, wenn das bei uns so haften bleibt. Aber wir werden nach dem, was Sie gesagt haben, ja einige chronifizierte, verschleppte, sehr schwere, schwer behandelbare Verläufe dann auch haben. Wahrscheinlich nicht nur in der Orthopädie. Ja, ich kann immer am besten für mein Fachgebiet Orthopädie, Unfallchirurgie reden, aber auch in anderen Bereichen wird das sicherlich so sein. Da muss man auf der Hut sein, da muss jeder für sich auch überlegen, ist das noch normal, sollte man so weitermachen oder ist nicht die Grenze erreicht, wo ich zum Arzt gehe. Und das mag vielleicht auch dann im Bereich des Hausarztes, des Facharztes im niedergelassenen Bereich sein oder dann letztendlich ins Krankenhaus. Es ist nicht so, dass man jetzt Angst vor Krankenhäusern haben müsste. Das ist vielleicht ein wichtiges Thema, ne? Weil ich glaube, durch die täglichen Zahlen, durch die Inzidenzen, auch das Hinweisen auf schwere Verläufe, auf Intensivstationen, auf Beatmungsnotwendigkeit, auf Tödlichkeit, ist auch, glaube ich, so viel Sorge in der Bevölkerung, dass wenn ich ins Krankenhaus gehe, ich mir ja Corona holen könnte, weil da werden ja vielleicht auch irgendwo Corona-Patienten behandelt. Ist diese Angst vielleicht nicht auch übertrieben? Sind nicht Krankenhäuser in der Lage, sozusagen die Menschen zu schützen? Ja, also diese Angst ist sicherlich übertrieben. Keiner muss die Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen und da Covid-infiziert zu werden. Absolut nicht. Ja. Das ist vielleicht wichtig, wenn Sie sagen, absolut nicht. Warum nicht? Warum muss eigentlich keiner, der ins Krankenhaus geht, braucht also, keine Angst zu haben, sich Covid zu holen? Warum ist das so? Ja, also auch in den Zeiten, als wir noch so die zweite Welle hatten, war es ja ganz strikt, wie getestet wurde. Auch heute wird noch jeder Patient, der zu einer Krankenhausbehandlung kommt, mit einem sogenannten PCR-Test, also mit diesem genaueren Labortest, untersucht. Bei uns wird der Patient ganz typisch einige Tage vor der stationären Aufnahme mit dieser Testung versorgt. Das heißt, wir haben das Ergebnis und wird aufgenommen, wenn er negativ ist. Es gibt auch praktisch keine positiven mehr. Das sehen wir ja auch in den Statistiken über ganz Deutschland. Ich weiß nicht, wie heute die Inzidenz ist und wie heute die Rate der Neuinfektionen ist, aber sie war immer im unteren dreistelligen Bereich. Wir sind jetzt bei 5 oder so, ja? Ja, das ist die Inzidenzzahl und vielleicht 400 oder 500 Neuinfektionen in Deutschland, also wirklich ein ganz geringer Bereich. Und insofern dürfen wir uns glücklich schätzen, dass es jetzt eine sehr, sehr gute Phase ist, wo wir diese Angst nicht haben müssen. Aber auch zu den Zeiten der zweiten Welle war es so, dass in Krankenhäusern immer getestet wurde. Und dann war völlig klar, dass derjenige, der auch noch kein Testergebnis hatte, isoliert war. Und wer positiv war, sowieso isoliert war. Also da dürfen wir auf den guten Stand unserer medizinischen Versorgung, unserer Krankenhausversorgung in Deutschland vertrauen. Da gab es nie ein Problem in Krankenhäusern. Super, dass Sie das sagen. Andererseits gab es ja auch immer wieder Berichte, dass Patienten nicht aufgenommen wurden, abgewiesen wurden, weil Stationen ja auch geschlossen wurden. Wir haben auch im Vorfeld mal diskutiert, eine vierte Welle werden wir wahrscheinlich kriegen mit irgendeiner Variante. Die Frage ist, wie wird es dann sein? Ja,
können wir den Krankenhäusern empfehlen, dass sie dann eben doch die Station offen lassen für Patienten, die eben nicht Corona haben? Ja, also zunächst mal muss man resümieren, dass man in diesen schwierigen Entscheidungen, die wir hatten, mit der ersten Welle, mit der zweiten Welle, und man weiß ja nicht, wie es verläuft, man muss ja darauf gefasst sein, dass schlimme Verläufe da sind, dass man auf alles gerüstet ist, dass das sehr gut gemanagt wurde, überall. Und wenn Krankenhäuser dann überlastet waren, dann gab es ja regional entsprechende Verbünde, auch mit der Organisation, ähnlich wie der Rettungsdienst, dass aus ärztlicher Seite dann Verlegungen stattgefunden haben, dass man also gezielt auch auf Intensivstationen Patienten in andere Krankenhäuser verlegt hat. Es gab sehr viele Hilfsaktionen mit der Pflege, also Schwestern und Pfleger, die an andere Krankenhäuser gegangen sind, in der Phase, wo Reha-Kliniken oder auch Fachkliniken weniger gebraucht wurden und die dort ausgeholfen haben. Also da muss ich sagen, da hat das sehr gut funktioniert. Und ich glaube, wenn es schlecht funktioniert hätte, dann hätten wir große Proteste überall bekommen. Das war nie der Fall. Da dürfen wir uns wirklich glücklich schätzen. Und wenn man jetzt im Nachhinein hingeht und dann sagt, aber man hätte doch dies und das und jenes noch machen können, sicher, man braucht immer eine Manöverkritik und man kann auch Dinge verbessern. Aber im Nachhinein sind wir immer alle schlauer. Naja, aber im Nachhinein müssen wir auch lernen, ja. Also falls wir wieder eine Welle kriegen, dann ist die Frage, wie machen wir es dann? Und trotzdem, und genau deswegen ist, glaube ich, jetzt auch die Frage, was haben wir eigentlich gelernt aus der, sowohl im Umgang mit Corona als auch sozusagen im Umgang mit den Maßnahmen jetzt fürs Gesundheitssystem oder auch für Sie, ja? Was sozusagen haben wir in dieser Phase gelernt? Und deswegen, ich finde es schon wichtig, auch zurückzuschauen, um uns vielleicht besser noch vorzubereiten auf die Zukunft. Ja, also wir haben sicherlich alle ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt für Hygiene. Denken Sie mal, wie man vielleicht vorher sorglos war und alles Mögliche angefasst hat und so diese Dinge der Hygiene nicht durchgeführt hat. Wie da vorne beispielsweise, ja, also jeder hat heute etwas dabei, dass man sich desinfiziert, dass man vorsichtiger ist. Manchmal sind wir sogar auch etwas übervorsichtig. Also jetzt sage ich mal meine persönliche Meinung zu dem, was die Kinder betrifft. Bei den Kindern ist es ja ganz normal, dass die Infektionen durchmachen müssen. Die müssen ja ihre Immunabwehr aufbauen. Also ein kleines Kind, so bis zu 4 Jahren, hat ja durchschnittlich 8 Infekte im Jahr. Nicht? Kleine Kinder haben immer eine triefende Nase. Die stecken sich überall an, ob das jetzt im Kindergarten ist oder auch sonst wo im Sandkasten. Und das gehört dazu, das brauchen die auch. Das hilft ja, dass die keine Allergien entwickeln. Und jetzt haben wir eine Phase, wie Kinderärzte das mit Sorge sehen, dass diese Kleinkinder nicht genügend Infekte durchgemacht haben und dann möglicherweise nicht so gerüstet sind, also dann im Nachhinein vielleicht Allergien entwickeln oder ganz andere Dinge, die dann Sorge bereiten müssen im späteren Leben. Ja? Da sind wir sicherlich ein bisschen sehr vorsichtig geworden. Man kann sich nicht vor allem schützen, dass wir die Hygiene so durchführen, finde ich richtig. Da haben wir ein Bewusstsein bekommen. Das hat sicherlich Corona mit uns allen gemacht. Aber das muss auch irgendwo die Grenze haben und wieder die Normalität erreichen. Ja, also etwas gelernt in Bezug auf den Umgang mit unseren Kindern gerade. Gesellschaftlich haben wir ja gerade eine spannende Diskussion um die Frage der Impfung der Kinder. Also Sie müssen nicht unbedingt was dazu sagen, aber die STIKO ist da ja im Augenblick ganz tapfer, die wissenschaftliche Seite aufrechtzuerhalten, trotz massivem politischen Druck. Ich meine, ich kenne da keinen aus der Kommission. Ich weiß aber, dass die ja wirklich sehr sich um die wissenschaftliche Sicherheit und auch um die Sicherheit der Kinder da bemühen. Ich weiß nicht, ob Sie da ein bisschen mehr drinstecken in dieser Frage. Das ist jetzt wieder eine knifflige Frage, Herr Garuska, weil ich bin ja kein Infektiologe, ich kann das so als Arzt vielleicht beurteilen, aber wirklich nicht als der Fachmann. Ja, also ich halte sehr große Stücke auf diese sogenannte STIKO, also die Impfkommission, die bei der Bundesärztekammer angesiedelt sind. Da sind die Fachleute und die sagen eigentlich, wie es funktioniert. Und die andere Seite ist die vielleicht politische Seite.
Wir wollen uns alle schützen und sehen die Kinder jetzt als potenzielle Gefahr, weil die infiziert sein können, ohne diese Infektion zu durchleben, ohne es zu zeigen. Aber wer ist denn da gefährdet? Die Lehrer sind gefährdet. Also gehören alle Lehrer geimpft? Die Eltern sind gefährdet, also gehören die Eltern geimpft. Die auch, ja. Ja. Aber wir sprechen ja über Schule und dass Schule stattfindet und wir dann nicht nur Distanzunterricht haben. Da ist für mich unabdingbar, dass alle Lehrer geimpft sein sollten. Dann ist ja diese Gefahr gebannt. Und bei Kindern wissen wir ja, da gibt es keine schweren Verläufe. Ja, die haben eben ein Immunsystem, bei dem sie noch sehr, sehr gut reagieren. Also soweit die Auffassung des Orthopäden und Unfallchirurgen. Nee, gut, weil ich meine, es ist auch wichtig, dass wir überhaupt nachdenken, wie man das mit den Kindern macht. Es gibt ja auch, wir waren heute früh in unserer Klinik in Waldmünchen, ne, wo wir ja Kinder und Familien behandeln, die mit seelischen Erkrankungen da sind und wo wir auch über Kommunikation geredet haben. Wie lernen Kinder Kommunikation, wenn sie sozusagen dauernd den Gegenüber mit einer Maske sehen, ja, oder selber eine tragen müssen? Da wird es noch viele Themen in der Entwicklung und in der Psychologie und so geben. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema, dass wir uns Gedanken machen, wie wir es machen. Die Kinderseele ist plastisch, so wie der Körper auch. Also man kann vieles noch nachholen. Aber auf der anderen Seite haben wir vielleicht noch neue Herausforderungen und vielleicht können wir da ein bisschen was draus lernen, dass wir es vielleicht anders machen. Ja, wir sind ja jetzt in der Phase, wo so ein bisschen Entlastung da ist. Ja. Die Dinge gehen wieder auf. Ne? Man kann so ein bisschen innehalten, man kann auch ein bisschen nachdenken über das, was uns gut tut. So als Arzt denkt man doch auch über Gesundheit danach und nicht nur Krankheitsbehandlung. Was können Sie uns denn mitgeben? So, wir nennen das Resilienz, ja, an Anregungen oder Mut, sich, sagen wir mal, für die eigene Gesundheit stark zu machen, sodass dann am Ende auch unser Immunsystem vielleicht, falls wir uns infizieren, besser damit zurechtkommt. Ja, also da ist für mich natürlich naheliegend, Sport zu machen. Ja? Ja, das gehört ja so mit zum Bewegungssystem dazu. Und wir wissen ja auch, das Immunsystem wird geboostet dadurch, dass wir aktiv sind, körperlich aktiv sind. Es gibt ja auch dazu so Überlegungen, einmal am Tag sollte man schwitzen oder jede Woche mindestens 2 Stunden wirklich intensiver Sport machen, also sich körperlich so belasten, dass es herz-kreislaufmäßig fordernd ist. Und das trägt sicherlich auch vieles dazu bei, dass man fit ist und dass man dann von der Gesamtsituation des Körpers gesünder ist. Ja, und natürlich gibt es ganz vieles in der Prävention, was so klassisch orthopädisch ist, aber das geht zur Rückenschule in die Schule und alle möglichen anderen Dinge, die man tun kann. Aber wenn wir so insgesamt was für die Fitness tun, dass wir da bessere Voraussetzungen haben, das ist etwas Wichtiges. Ja, aber ich meine, das kann man ja noch weiter treiben und das ist ja, wenn ich es jetzt noch weiter sehe, also die schwereren Verläufe, ne? Die wissenschaftlichen Studien sagen ja, die Korrelationen sind eindeutig, die schwere Mortalität und schwere Verläufe sind gepaart mit Alter, mit Übergewicht und mit eben Vorerkrankungen, die das Immunsystem schwächen und mit Armut noch. Und wenn man jetzt hier Übergewicht nimmt, dann muss man da wirklich genau hinschauen, weil wenn wir jetzt, sagen wir mal, mehr Sport treiben und auf unser Fitness achten, aber auch auf unser Gewicht, wenn wir das noch paaren mit einer gesunden Ernährung, dann hätten wir auch was getan auf körperlicher Ebene dafür, dass als wir uns eine, keine Ahnung, Epsilon-Variante oder so holen, dass wir sie dann eher überstehen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also zur körperlichen Fitness gehört natürlich auch, dass man kein übermäßiges Übergewicht hat. Ein paar Kilo mehr, die machen gar nichts. Manches ist auch altersbedingt und ist auch gut und braucht der Körper dann einfach auch. Und es mögen auch Phasen sein, wo man vielleicht mal auch ein bisschen mehr zugelangt hat. Aber das Bewusstsein gehört auch dazu, dass man für die Ernährung, wir haben ja zum Glück sehr gute Voraussetzungen in Deutschland, sich die Dinge aussucht, die für den Körper günstig sind und dass man das Übermäßige an Kalorien, an Fett, an Zucker meidet und überhaupt mal das Bewusstsein schafft, wo ist wie viel Zucker drin, ja, denn der Zucker verfolgt uns ja und vielleicht sind wir auch vieles gewohnt, weil schon von Kindesbeinen an ja sehr viel Süßes propagiert wird und Kinder mögen ja Süßes und dann setzt sich das einfach so fort. Aber da braucht es gar keine großen Einschränkungen,
wenn man nur mal sieht, was man weglassen kann an übermäßigen Kalorien, ohne dass man deswegen irgendwelche Defizite hätte. Nee, aber klar. Aber ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, da eine gewisse Anstrengung zu machen. Denn wenn man es krass nimmt, das ist jetzt ein Überlebensfaktor. Ja. Und ich sag mal, was damit verbunden sind, mit den Zivilisationskrankheiten, Diabetes und vieles andere, das sind alles die Risikofaktoren, die letztlich zu schweren Verläufen einer Covid-Erkrankung führen. Eben, das ist ja das, was ich eben meinte. Ja, danke schön für vieles von dem, was Sie gesagt haben. Vielleicht zum Schluss nochmal, gibt es etwas, was Sie sich wünschen für die Zukunft, persönlich oder also zunächst im mal, Gesundheitswesen oder überhaupt? Zunächst mal in dieser Phase wünsche ich mir, dass wir wieder eine bessere Akzeptanz der Impfung haben. Wir erleben das ja alle, es gab das große Drängeln, ja, die Drängler der Impfung, jeder wollte schnell geimpft werden. Man hat die Gefahr noch so vor Augen gehabt, jetzt kommt die Sorglosigkeit, man ist halt wieder mit den Sommermonaten und mit einem Virus, was ja so als klassisches Virus mit einer Schleimhülle austrocknet und nicht mehr so gefährlich ist bei warmen Temperaturen, dann auch leichtsinnig und sieht nicht die Notwendigkeit. Und da sind wir, glaube ich, alle gefordert. Da kann ich auch einen Aiwanger nicht verstehen. Da muss so jemand vorangehen und muss sagen, selbstverständlich sorge ich dafür. Es mag einzelne Ausnahmen geben, wo man aus gesundheitlichen Gründen nicht impft. Aber ansonsten ist das Einzige, was wir tun können, dass wir uns und andere dadurch schützen, dass man geimpft wird. Und wir haben alle Möglichkeiten. Die Impfzentren sind da. Hausärzte impfen, Betriebsärzte impfen jetzt. Wir haben wirklich genügend Impfstoff. Und da finde ich es sehr bedauerlich, dass es dann Leute gibt, die das hier verneinen. Verstehe ich, sagen wir mal, man kann das bedauern, aber auf der anderen Seite ist Impfen ja, also ich bin ein Impffreund, ne? Aber Impfen ist ja trotzdem ein körperlicher Eingriff. Und wenn dann Menschen sagen für sich, das Risiko will ich nicht eingehen, aus welchen Gründen auch immer, dann glaube ich, braucht es genauso viel Respekt, wie wenn Menschen sagen, so ich lasse mich jetzt impfen. Vielleicht brauche ich das ja nicht mal für mich, sondern ich mache es sogar aus sozialen Gründen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen dann Respekt für die individuellen Entscheidungen. Ne? Und auch Herr Aiwanger ist ein Mensch, der jetzt, den man nicht nur an seiner Vorbildfunktion, finde ich, messen darf, sondern dem man auch das Recht gestatten sollte. Und das ist, glaube ich, etwas, was in dieser Zeit jetzt enorm wichtig ist, diese Toleranz, die wir auch brauchen, auch wenn wir eben dann sagen müssen, okay, ich für mich hätte da eine andere Entscheidung oder ich bedauere das, aber dieses, für mich ist es, war das auch schwierig, ja, also zu sehen, können wir nicht auch den einen oder anderen lassen? Ja, das ist ja eine freie Entscheidung und jeder muss für sich die Entscheidung treffen, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Mein Anliegen wäre es, die Menschen zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Und die Überzeugung kann nur stattfinden, wenn ich Risiken abwäge. Also, was ist das Risiko der Impfung? Nun, es gab diese einzelnen Fälle und es sind Millionen und Abermillionen von Menschen geimpft und wir haben tatsächlich einzelne Impfreaktionen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was jetzt alles hier der Hintergrund dafür ist, aber was ich weiß ist, wenn man nicht geimpft ist und die Infektion bekommt, ist eben die Gefahr eines schweren Verlaufes und auch mit Post-Covid-Syndromen, also man denkt, man hat es überstanden, aber ist körperlich so geschwächt oder auch das, was Sie ja ganz besonders auch herausstellen, in seiner ganzen Verfassung so eingeschränkt, ermattet, dass man diese Post-Covid-Phase durchmacht, die ja auch offensichtlich sehr lange geht, sehr mühsam ist. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass es eine schwerwiegende Erkrankung ist, die bis zum Tode führt, dann ist für mich die Entscheidung zum Impfen sehr einfach. Und dann hoffe ich, dass ich Leute überzeugen kann. Ja, das haben Sie ja jetzt auch, glaube ich, sehr überzeugend zum Ausdruck gebracht. Gibt es noch etwas? Ich hatte Sie ja gefragt, was Sie sich wünschen. Sie haben dann das auf das Impfen bezogen. Gibt es noch was, was Sie sich wünschen jetzt für die Zukunft? Ja. Also ich glaube, wir alle wünschen uns, dass mit der Freizügigkeit auch wieder mehr Reisemöglichkeiten bestehen, dass man auch wieder Auslandsreisen machen kann. Das vermissen wir ja auch. Ich meine, das ist jetzt der Luxus, jetzt sprechen wir über ein Thema, was nicht so essentiell ist, aber das wünscht man sich persönlich. Ja, schön. Vielen, vielen Dank.
dass Sie zu uns gekommen sind, dass wir mit Ihnen sprechen konnten, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit und in Ihre Einschätzung der Lage. Und wir haben für Sie auch noch einen kleinen Dank von unserer Künstlerin. Wir sind ja hier mit Poesie und Schönheit unterwegs und vorhin während der anfänglichen Gespräche habe ich ein paar Gedichte verschönert und eins möchte ich Ihnen dann mit auf den Weg geben. Das Gedicht ist entstanden in einem Tempel in Japan in dem ersten Lockdown, weil wir sind da unterwegs gewesen und sind dort hängen geblieben in Japan und in Japan ist zwar auch vieles dann zugewiesen, staatliche Museen oder sowas, aber wenn Japan sagt Stay Home, dann stehen 80% bleiben dann wirklich zu Hause. Und es war aber trotzdem halt relativ offen noch. Also das normale Leben war auch möglich, reduziert und gedämpft. Und wir haben dann mit dem Mietauto eine Tour gemacht und sind zu Tempeln gefahren, die teilweise auch geschlossen wurden. Und ich muss da die kleine Story erzählen, weil sie einfach so berührend ist. Und wir sind dann, die haben Kalligrafen an den Tempeln und ich als Kalligrafen fahre natürlich voll darauf ab. Und dann sitzen die Kalligrafen da und tragen immer in so ein Tempelbuch mit Pinsel und schöner Schrift den Tempelspruch und den Tempel ein. Also man sammelt dann diese in dem Tempelbuch diese Stempel und Kalligrafien. Und ein Mönch war so nett und hat vor einem geschlossenen Tempel in unser Tempelbuch hineinkalligrafiert und uns dann den Tempel geöffnet. Und es war so berührend, dass ich dann da drin gesessen habe und da drin dieses Gedicht geschrieben habe. Es heißt Lockdown. Geschlossen ist die Welt und er sagt, ich öffne die Tür. Ein Weg beschließt sich. Und er sagt, ich öffne die Tür. Herzflammen innen, Sonnenstrahlen außen und meine Dankbarkeitsträne sind eins. Und er hält die Tür geöffnet.